sieht die Elsbeth jetzt aus? Hat so ein komisches Kragendingen um. Ja, warum ist die Frage? Antwort, man weiß es nicht. Man weiß nur, dass sie sozusagen krank ist, beziehungsweise irgendwas hat. Das war vor 2 Wochen, habe ich ja das Video gemacht, dass sie ja zurück ist. Und ja, da ist dann kurz danach, nach der Entstehung des Videos, ist dann aufgefallen, dass sie am Ohr irgendeine Blase hat oder so. Davon kann ich euch hier ein Foto einblenden. Ja, und dann zu Hause waren wir zum Tierarzt gegangen. Der meinte, es wäre vielleicht so vom Insekt oder so, von ja, irgendwelchen Insekten oder Tieren in Feldern, so ein Stich am Ohr. Das hätte ja auch gut sein können, sie ist ja da durch die Felder gelaufen. Ja, aber er meint dann halt, wenn es halt nicht weggeht in den nächsten Tagen, dann soll man wiederkommen. Haben wir dann auch gemacht. Und da hat er dann so eine Probe dann daraus entnommen. Ja, und die eingeschickt. Halt so auf Krebs. Und da kam auch nicht wirklich was raus. Da wurde nur gesagt, dass irgendwie sich die Zellen verändert hätten. Also irgendwie schon krebsmäßig, aber irgendwie auch nicht. Und ja, deswegen, da wurde es dann rausgeschnitten. Also wurde sie operiert. Das war letzten Mittwoch, jetzt ist Sonntag. Man wollte ein bisschen abwarten mit dem Video und gucken erstmal, wie sich entwickelt. Ja, und das ist der jetzige Stand. Die Operation hat sie gut überstanden. Da hat sie jetzt eine riesige Narbe oder so am Ohr. Also nicht oder so, sie hat eine riesige Narbe am Ohr. Die kann ich euch auch einblenden. Ja. Ist halt schon scheiße. Wenn so ein Hund, der jetzt gerade 2 Jahre alt geworden ist, jetzt ja, schon so krank sein sollte. Ja, beziehungsweise das, was rausgeschnitten wurde, also diese Blase, die wurde dann eingeschickt. Ja, und da wartet man noch auf ein Ergebnis, was da los ist. Was es ist. Am besten wäre natürlich, wenn es wirklich nur, keine Ahnung, irgendeine Ansammlung von irgendwas gewesen wäre oder sonst irgendwas. Aber muss man noch abwarten, das Ergebnis ist noch nicht da. Wenn das da ist, versuche ich darüber auch nochmal ein Video zu machen. Euch auf dem Laufenden zu halten, was mit ihr los ist. Ist halt echt blöd so. Jetzt muss sie hier mit diesen Dingen rumrennen. Gefällt ihr auch gar nicht. Rennt überall gegen die Wände und ja, weiß ich nicht, ist einfach scheiße. Ab das nochmal. So sieht so aus. Ist halt schon riesig. Ja. Ist schon blöd. Aber ja, kann man nichts machen. Ja, beziehungsweise auf der Tierarztrechnung stand sogar Tumorentnahme. Aber es muss sich halt noch herausstellen, ob gut oder bösartig. Also das wird überprüft. Ja, und das ist halt echt blöd. So, ist gerade halt erst 2 Jahre alt geworden vor 3 Wochen. Ja, und ja, wenn sie jetzt 9, 10 Jahre alt wäre oder so, dann wäre das was anderes. Da wäre es dann normal, aber mit 2 schon jetzt einen Tumor zu haben, ist halt schon extrem traurig. Oder nicht, als was. Aber man hofft natürlich, dass sich das alles hier zum Guten wendet. Tja. Hier sieht man es vielleicht auch nochmal, aber wie gesagt, ich habe auch Fotos gemacht, also da sieht man so ein bisschen die Narbe und die, ja, weiß ich nicht, ist jetzt auch nicht so gut zugenäht. Also, ja, weiß ich nicht, hat sich halt extrem aufgebläht jetzt auch vorgestern und vor 3 Tagen. So, jetzt gerade geht es, aber da hat dann hier so richtig, hat so abgestanden, weil es sich so aufgebläht hat. Da habe ich halt einen Tierarzt angerufen, der meinte, das wäre so normal. Ja, müssen wir abwarten, aber jetzt gerade sieht es eigentlich relativ gut aus, also halt gut. Ja, aber wie gesagt, warten aufs Ergebnis, dann versuche ich euch auf dem Laufenden zu halten, was das angeht. Ja, sie rennt hier überall gegen die Türen und sowas.
gegen Bänder. Also sie kommt überhaupt nicht klar mit dem Dingen. Versucht das auch abzumachen, deswegen da hat sie schon kaputt gemacht, dann muss das ja geklebt werden. Ja, also wie gesagt, ich versuche auf dem Laufenden zu halten, wenn das Ergebnis kommt. Und bis dahin können wir nur hoffen, dass es gut ist. Bis hoffentlich zum nächsten Video und tschüss.